Ganz komisch. Schon wieder das Rennen. Ich dachte, das kommt jetzt dreimal. Wir machen es jetzt schön dreimal. Ja, also dann kommen wahrscheinlich entweder die besten so zwei oder drei kommen jetzt ins Ziel. Ist der Map wieder ein bisschen anders? Nope. Eigentlich nicht. Die sieht anders aus. Ja, die ist ohne nur ganz oben könnte es ein bisschen anders sein. Die ist ohne die Zusätze, die wir eben hatten. Ja, drei kommen ins Ziel. Ah, jetzt haben wir hier die Stangen oben. Ah, yo. Also ja, es gibt schon unterschiedliche Varianten, aber das Layout und die Trommeln bleiben immer gleich. Crap. Schlimmer geht's nicht, ja. Mr. Krabs. Komplett ins Wasser. Ach, dammit. Fall schneller. Nein! Das war Panik. Keine Panik. Auf der Titanic. Auf der Titanic. Landen sich die Schiffe. Ah, gut, die halten mir Platz frei. So. Ja, ah, verdammt. Ja. Da hatte ich keine Chance. Fruchti, Nex und ich. Finale. Huh. Yep, Final Round. Jetzt kommt nur einer ins Ziel. Final Round. Fight. Moment. Ah ne, ich habe meinen Voice Changer gerade nicht aktiviert. Ich schau kurz hinzu. Ich auch. Übrigens 1A, wie der Weihnachtsmann seine Geschenke ausliefert, ne? Ja. Ich hab das Gefühl, Lex ist ein Hacker. Ah, du Arsch! Oh, jetzt bin ich... Nee, ist doch kacke. Ja, wenn man bei der Stelle hier draußen ist, ist kacke. Ich hab dich nicht berührt. Ja, ich hab dich aber berührt. Oh, das tut mir leid. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin ein Hacker. Aber nur manchmal. Ich hatte gute Chancen bis zu dem einen Punkt. Das sah ganz gut aus. Ich habe die Mitte nämlich vermasselt. Der hat mich gewundert, dass du auf einmal hinter mir warst. Ich bin am Anfang kurz aus Versehen stehen geblieben. Hm. So, kann man Dex wegen Bunny Hopping reporten? Bunny Hopping? Kannst mich ja gerne in Ingame reporten, aber ich glaube, das wird niemanden interessieren. Ich reporte nicht, ich bin doch kein Arschloch. Ja, ich könnte schon verstehen, ich bin ein Arschloch. Und dann guckt sich jemand die Gameplays an und sagt, was denn, ist doch alles okay, die anderen sind einfach nur eure Scheiße. Ja, und jetzt, du kannst denen auch Gameplay davon schicken, wie man einfach mitten in der Luft am Schweben ist. Da sagen die auch, ja, ist in Ordnung. Echt jetzt? Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus. Anders könnte ich es nicht erklären. Ja, gut. Also teilweise... Die Posten komplett egal, wir gehen an den vorbei. Gutti, warum hast du uns? Hey, was, was? Hoverboard Heroes, der Autoscroller. Mein Gott, bisschen Abwechslung hier. Ist Flugbahn eigentlich wieder drin? Jo. Huch, da ist am Ende eine Brücke, das ist mir neu. Ich weiß noch, dass ich ja, damals... Das ist die erste Hoverboard-Map, die habe ich auch nicht oft gespielt, tatsächlich. Ja, man muss einfach nur überleben, oder was? Jo. Zum Ende kommen halt. Das Hoverboard bewegt sich langsam.
Ah, ja, die mag ich nicht. Es gibt immer Situationen, wo man denkt, okay, jetzt wird's aber Zeit, dass man da wieder drauf kommt. So, Schnucki ist ein Schubser. Ich möchte... Ich habe damals, als ich viel Battlefield 4 gespielt habe, da habe ich jemanden reported und habe das aufgenommen und auf YouTube geladen. Und was ist passiert? Die haben es wegen Copyright runtergenommen. Ja, habe ich mich auch gefragt. Das war wirklich so ein 15-Sekunden-Clip, wo irgendjemand gecheatet hat. Hat die im Endeffekt... Ja, nein. Natürlich. Ich bin tot. Das war so knapp. Nein, Mann, ey. Copyright, dieser Cheat gehört nur dieser einen Person. Ja, so ungefähr. Als wollten die einfach nicht sehen oder auf YouTube, dass jemand sieht, dass es da Cheats gibt. Zu früh, zu früh, zu früh. Was mache ich da? Was mache ich da? Runterfallen mache ich da. Ist jetzt nur noch einer da. Ja. Hoch die, wenn du das schaffst, dein Sieg. Oh, okay, das hat bei mir Lucky, das Lucky, ich spring. Glitchy, glitchy, glitchy. Er lässt sie schießen, statt die Brücke zu nehmen. Warum auch nicht? Geht schneller. Genau, er hat sie eilig. Ja. Er könnte ja noch verlieren. Ja, hat der Fruchti gewonnen. Ja, GG Fruchti. Da ging das Hoverboard immerhin ganz fix. Ne, ich mach mal ein anderes. Machen wir noch mal eine Solo-Show wieder. Vielleicht haben sich die Maps jetzt ein bisschen geändert. Wenn wir jetzt gleich rutschen. Nee. Das kenne ich schon. Ach. Sag mal, gut, die da war ich doch nie letzter. Gut, die hey, ist schon mal... Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Gut, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn jemand hier einen Shoutout macht mit dieser Twitch-eigenen Funktion, dann siehst du das bei dir? Auch wenn du gar nicht da warst? Das ist super praktisch. Kenn ich vom Wuppi. Hat er mir gezeigt. Du meinst das, wo man direkt dann verlauen kann auch, ne? Mhm. Über den Button. Naja, das heißt, wenn jetzt irgendjemand bei dir einen Shoutout macht, den du überhaupt nicht kennst, für dich, dann siehst du das trotzdem bei dir. Mhm. Mist! Ach, jetzt verstehe ich. Okay, ja. Wassermelone und ein bisschen Kaschmir. Okay. Ich frag mich gerade, wie Kaschmir schmeckt. Ich kenne das nur als Wolle. Dann schmeckt es wahrscheinlich wie Wolle. Wie schmeckt denn Wolle? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Jeder Zuschauer jetzt in seinem Pulli am Knabbern? Indische Gewürzmischung, okay. Wuppi meint, das schmeckt wie scharf. Ja, dankeschön. Wuppi, woher weißt du, wie scharf schmeckt? Ja, woher weißt du, wie scharf schmeckt? Ich hab's vermutlich schon mal gegessen. Oh, reicht das? Reicht das? Okay.
Er hat dran geleckt. Alter. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Das dran lecken? Nee, meine Aktion im Spiel. Okay. Warum ist noch keiner draußen? Halt alle gut sind. Weil ihnen alle Schnucki fängt an zu schießen. Ja! Warum ist noch keiner draußen? Nachhelfen. Und immer langsam echt schnell. Ja, der Schleim steigt auch. No. Also irgendwann wird schon jemand sterben. Irgendwann, ja, ja. Ich muss auch sagen, wir sind auch alle sehr, sehr freundlich gerade. Keiner greift für wen. Sag das nicht zu laut. Ich werde es nicht tun. Ich wollte es nur mal erwähnt. Oh, bin ich zu früh rübergegangen. Au, oh, ja, da waren es mir jetzt plötzlich nur noch zwei. Gut, ja. Das ging jetzt fix. Der Schleim ist einfach mal extrem hoch. Der Schleim geht auch, meine ich, noch bis ganz oben. Nein! Oh. Ja, langsam ist Endgame, ne? Ich geh mal hier rüber. Der Weihnachtsmann hält sich tapfer. Berühmte letzte Worte. Lex schon wieder gewonnen. Spieler melden. Ja, Leute, Kickboot, ne? GG. Lex spielt das wohl schon ein paar Tage öfter. Vielleicht. Also anfangs habe ich das nie so gespielt, erst seit der zweiten neuen Season. Und seitdem vielleicht ein bisschen viel. Komm, spielen wir mal eine Runde Fußball. Aber es geht. Oh ne, vergiss es. Da sind wir nicht genug für. Ja. Ach, wie schade. Das war jetzt irgendwie sarkastisch, oder? Wie kommst du da drauf? Süße Diebe auch 8. Komm, machen wir das Wipfel-Wirrwarr-Zeitrennen. Ach, das ist jetzt die andere Dschungelmap. Gibt es kein Zeitrennen. Oh. Da muss man noch nicht so viel hüpfen, Schnucki. Okay. Solange ich nicht letzter bin, bin ich zufrieden. Du kannst ja auch als Challenge versuchen, eine Zeit von 4 Minuten 59 hinzukriegen. Du bist halt im genau perfekten Moment ins Ziel. Ja. Ich warte einfach direkt vor der Ziellinie. Ja, das ist hier nicht so leicht. Ach, ich dachte das. Das geht nicht. Ja, man muss direkt mit der Zeit starten, ne? Jetzt kann man es nicht schaffen. Ja, kann man nicht schaffen. Das funktioniert nicht. Der 4,59 ist hier. Weil jetzt bei 4,58 die Zeit los. 4,58. Oh, geil. Na, ey. Nein! Untergefallen. Ja, leck mich doch, ey. Nee, heute nicht. Okay. Morgen? Schau ich mal. On stream?
Nee, das nicht. Ja, aber ich mach kurz die Cam dann aus, ja? Für den Moment. Ist der falsche Kanal dafür. Nein! Ja, ich doch, ist dann es. Eben. Alter, euer... Diese Nashörner, ey! Die Nashörner, die mag doch jeder. Ich komm da nicht weiter. Also die Kreisel am Anfang sind das Schwerste. Nicht euer Ernst. Doch schon so ein bisschen. Jawohl. Bin zum ersten Mal hier oben, ne? Ich war hier nicht. Ach, hier kann man nicht greifen. Stimmt, das hatte ich noch gar nicht festgestellt. Ah, Mann, warum fliege ich nicht direkt runter? Wäre eigentlich auch schön, wenn die anderen Böhnchen unsichtbar wären. Also so ein bisschen durchsichtig. Ich schaff mal hier 22 kann. Sekunden. Du rennst und nimmst Zeit mit. Am Anfang die Drehscheiben nach oben. Dann über die Trampoline. Das läuft heute so traumhaft. Die linke Rutsche. So traumhaft. Alle Uhren mitnehmen. Dann da geradeaus durch. Durch den Ventilator da, dann die 3 Sekunden hier mitnehmen, durch die Frösche, dann die 3 Sekunden hier mitnehmen, runter. Hier war ich ja noch nie. Dann die 3 Sekunden da mitnehmen. Wo geht's hier lang? Ach ja. Die Rutsche, die 3 Uhr mitnehmen und dann einfach ins Ziel hechten und Glück haben. So macht man 22 Sekunden. Ich hab nicht zugehört. Kannst du nochmal erzählen? Ja, also am Anfang die Drehscheiben. Ich meine, du hast gefragt, ich habe gar nicht vorbereitet. Gott! Das krieg ich gar nicht mehr hin. Nix reicht. Ah ja, Zeit ist schon um. Ich habe fast gut die Zeit geschlagen. Eine Sekunde hat gefehlt. Da bin ich ja gar nicht ganz so scheiße. Nee, aber halt. Na, ich komme eh nicht mehr ins Ziel. Hey ho, von 22 Uhr bis jetzt gepennt. Ja, 2,5 Stunden, ne? Von ein paar Stunden in der Kälte ultra müde geworden, Mephisto schläft immer noch. Okay. Leitmaus, hallo. Und jetzt komm rein. Genau, spiel mit. Flotti Kalotti, da wo nicht glattes Ganze rein.
Eine Runde mache ich noch, dann bin ich offline. Flupo, GG. Echt, bist du? Ich habe gar nicht mitgekriegt, wer jetzt. Du bist doch Zweiter geworden, Flupo. Mist. Sowas aber auch. Jetzt gerade rauscht es wieder, Schnucki. Ich wollte gerade sagen, irgendwo. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist weg, ja. Ach, also jedes Mal, wenn ich mein Handy in der Hand nehme, habe ich da Geräusche. Okay. Ich sag doch, das sind irgendwelche Störungen. Dann schmeißt du mein Handy aus dem Fenster. Q-Light, was? Oh mein Gott. 30 irgendwas, okay. Gut, was nehmen wir jetzt? Irgendwann ist auch irgendwie. Puh. Nehmen wir nochmal den Hexaton. Yay. Warum hasst du uns? Ich hasse euch nicht. Ich mag die Rolle, mag ich selber nicht wirklich. Aber ich will Abwechslung haben. Ich möchte Sachen sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich will auch Abwechslung haben, beschwer dich dann bei den Machern von Volker 1. Ja, zieh ich euch jetzt ab. Mach das. Ich will's sehen. Wehe, du holst die Runde nicht. Hey, letztes Mal hab ich gewonnen. Bei sowas. Das ja, stimmt. Dann natürlich. Hol jetzt die Runde. Ach, Flopo sagt übrigens nochmal ein normales Dschungeljump. Wahrscheinlich, weil er in der Runde nicht dabei war. Habe ich gelesen, ja. Mach ich gleich danach dann. Das regeneriert sich ja immer wieder. Ach echt? Fällt dir das auch mal auf? Aber das Spielfeld wird gleich kleiner, Schnucki. Ah! Oh, da hab ich's noch geschafft. Jawohl. Da habe ich Felix festgehalten und dann sind wir beide den Tod gestürzt. Die Wände sind doch gerade erst angekommen. Oh, nein, ich bin weiter. Geil. Ja, weil du wahrscheinlich ein Stück höher warst. Ja. Ich habe schon gedacht, ich bin tot. Dann mach das doch leid, Maus. Ich meine, 1:30 ist jetzt keine schlechte Zeit zum Weiterschlafen. Ja. Ich würde jetzt auch gerne schlafen, aber ich muss doch gewinnen. Nee, geh mal schlafen. Wenn du jetzt erst richtig wach wirst, ja, ist scheiße. Ich würde jetzt auch gern schlafen, aber ich habe keine Ausrede. Nee, also ich gucke mir danach noch was auf Netflix an. Alter, wie schon wieder. Leute. Ja, man muss ja aufpassen, die Plattformen sind echt ein bisschen seltsam. Die Rolle ist jetzt übrigens dünner. Okay, so eine Reaktion habe ich auf den Tod auch noch nie gesehen. Oh, ich bin weiter. Ich bin auch noch nie so runtergefallen, ne?
drin. Was ist denn passiert? Ich bin eiskalt einfach bis zum Ende der Rolle und weitergesprungen. Na gut, nach zum 1. Da war die Rolle vorbei. Ja. Das ist Fall Guys, nicht Mario Galaxy. Sonntags. Gut, die lasst uns zusammenarbeiten und Next eliminieren. Bitte was? Warum mich? Weil du mit Abstand der größte Hacker bist. Ich war hier vorhin nicht mal dabei, ja, also, ne? Du hast mehr Erfahrung in dem Spiel als ich. Ich bin draußen, ich bin mal ganz fix auf Toilette. Bin gleich wieder da. Viel Spaß dabei. Ich spiele heute zum ersten Mal das Spiel. Komm sicher zurück. Also ich spiele heute dieses Spiel auch zum ersten Mal. Ja, ja. Alles eine Frage der Perspektive. Stimmt. Nein! Scheiße. Ich nehme den mal. Ey, gut, die hör auf. Lustig. Ey, wir müssen noch arbeiten. Ihr müsst was? Gar nichts hier. Du musst nur sterben. Schnucki war länger oben als Guti. Ja, ja. Also Guti, ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten gegen Schnucki. Ich arbeite mit niemandem zusammen. Ach, warum nicht? Ha, ich bin nach oben. Wahnsinn. Verdammte Axt. Ha, jetzt habe ich... Nein! Ich bin runtergefallen. Immer noch keiner draußen. Dass du rüber geschafft hast. Wir sind halt zu dritt auf so riesen Plattformen, also braucht eine Weile. Wir arbeiten dran. Also das war's gleich für mich. Wir haben noch ein paar Plattformen. Da schneidet mich der Schnucki einfach ab von der Plattform. Ich möchte gewinnen. Ich hab's gesagt. Ich muss nicht unbedingt gewinnen. Das ist nicht meine Lieblingsmap. Ich kann doch einfach runtergehen und die letzten zwei Plattformen. Ach, scheiße, ich bin runtergefallen. Oh, wow. Ach, ich spring einfach runter, hab keinen Bock mehr. So. Wow. Du jetzt einfach springen. Respekt, Respekt. Toll. Damit das Spiel noch länger geht, juhu. Gut, ich glaube an dich. Schneidet er mir den Weg ab, vermasselt ihn selber und springt in den Tod. Ja, ich bin von meiner Leistung enttäuscht, deswegen Suizid. Ich bin von deinem Suizid enttäuscht. Nicht bis zum Schluss aufgeben, ja? Ach, nicht bis zum Schluss aufgeben, sondern vorher schon. Oh mein Gott. Wenn es um Punkte geht, dann werden wir uns am Ende konzentrieren und das Ding nach Hause holen. Der Nix ist unter mir. Hallo, Nix. Hallo, ich kann nicht hochgucken. Ich aber unter. Ich hab dir gerade auf den Kopf gespuckt. Warum landest du denn da hinten auf den Plattformen, Mensch? Weil ich es kann.
Ich bin der Weihnachtsmann. Das macht der Weihnachtsmann so. Auf Plattform landen. Ja. Na komm, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Ich kann auch übers Wasser laufen. Moment, ich lasse dir die dann mal hier. Bist du Jesus? Ja, ich glaube, der Gutti verwechselt da was. Nee, ich bin der Weihnachtsmann, der kann alles. Chuck Norris ist ein Witz gegen mich. Warum gibt's hier eigentlich kein Chuck Norris Outfit? Das wäre lustig, ne? Ja. Erst will Dex dir den Boden unter dir losreißen, du musst rüberspringen. Jaja, so lange machen. Ich hab ja gesagt, ich beschleunige das Ganze mal hier ein bisschen, das dauert zu lange. So, hi. Hi. Oh, hoch. Oh, wir haben beide gewonnen. Nämlich auch. Ja, guck mal. Wer ist denn richtig? Und hat gewonnen. Anstatt dich umzubringen. Hättest du ja, auch gewonnen. Ja, er auch. Ich sehe aber bei mir nur meine Animation. Ja, und ihr seht wahrscheinlich bei Guti, weil er der Host ist. Ja. Also ich habe auch Guti gesehen. Waren heute bei einem Beatbox-Konzert und das erste Mal dieses Jahr auf einem Weihnachtsmarkt in Vienna. Warum so, ich bin jetzt raus. Wie jetzt raus? Ja, ich will schlafen. Schlafen. Alles schlafen. Außer ich bin Codenames. Nee. Das kriege ich heute nicht mehr in meine Birne rein. Ja, dann vielleicht bis morgen. Jo, wünsche dir eine gute Nacht, ne? Guten Abend. Ja, gute Nacht.